Wenn das jetzt die Challenge ist, Applaus, Applaus. Hört man ihn. Ein wenig klatschen. Rappelt sich auch auf, so ein bisschen dreckig am Bauch von dem Staub, in dem was er gerade gemacht hat, und nimmt dann auch die Schlange wieder auf den Körper. Das war jetzt nur ein kleiner Auftritt. In Städten normalerweise habe ich mehr Musik und da dauern die auch ein bisschen länger. Die Schlangentänzerin von Naraskan, hm? Eigentlich komme ich aus Baburin. Die machen gute Helme, habe ich mir dann genommen. Das stimmt. Wart ihr schon mal dort? Nein, ich habe nur die Helme gesehen, Baburiner Hut. Habt ihr schon mal vom Baburiner Streitwagenregiment gehört? Nein. Das macht nichts. Da kann ich euch von anders drüber erzählen. Schaut so ein bisschen nachdenklich und ja. Nun, könnt ihr mir dann möglichst schnell Bescheid sagen, ob ich mit euch reisen kann? Ja, wie gesagt, morgen werde ich euch dann Bescheid sagen. Gut. Falls ich mich noch bei jemand anderem vorstellen soll, so lasst es mich wissen. Ja. Sie verneigt sich nochmal und. Entschuldigung? Kasim steht daneben und. Es sieht es nicht aus, als hätte etwas besonders auf ihn gewirkt, dieser Tanz oder so. Oskar gehend einfach nur. Na los, Kasim. Ja, ich wollte mir die Ruinen ansehen. Ja, das will ich auch. Wenn man dann etwas weg ist, eine Heilkundige wäre praktisch. Nur, ich weiß nicht, wie Yalan reagiert, wenn sie mit der Schlange ankommt. Ja, wir können das ja heute Abend erstmal alles durchsprechen unter uns, ganz in Ruhe. Und dann werden wir schon sehen, was bei wie rauskommt. So wie ich ihn einschätze, ist Schlange gleich giftig und Gift gleich unehrenhaft. So viel habe ich inzwischen verstanden. Ja, und Schlange ist auch gleichzeitig hier sind das heilige Tier und ne, also bla bla bla, ganz viel bla um nichts. Wir warten mal ab, was er dann dazu sagt, wenn er dabei ist. Ja, aber ich finde die Idee prinzipiell sehr gut. Weil einen zweiten Fall wie den von Viburn, weiß ich nicht, ob das so günstig wäre für uns. Eher weniger. Naja, ich verstehe, was du meinst. Was tut Yalan in der Zeit? Yalan hat eigentlich alle Hände zu tun. Myria durch die Gegend schubsen? Richtig, zum einen wird Myria durch die Gegend geschubst, denn wir sind jetzt in einer etwas ruhigeren Situation und sie kann mit ihren Übungen und Ausbildungen fortfahren. Was in diesem Fall heißt, dass sich gegenseitig mit Stöcken geschlagen wird. Ja, wenn du möchtest, es sind auch ein paar Holzpuppen aufgestellt von den Söldnern. Die haben da so einen kleinen abgetrennten Bereich. Und wenn du dann die fragen würdest, könntest du auch beim Schwarzen Boot das Chor bei den Holzertrappen mittrainieren. Ja, aber es geht ja nicht nur ums Austeilen, sondern auch ums Nehmen. Entsprechend wird schon Vollkontaktsparring betrieben. Okay. Willst du irgendwelche Schadenspunkte verteilen oder bekommen? Oder wie sieht das aus? Da wir noch reisen müssen, nicht. Okay, habe ich mir fast gedacht. Also gegen Mittag, vermutlich nachdem man eine Mahlzeit zu sich genommen hat, ist das dann auch erstmal der Ruhe halber abgeglichen. Und dann macht sich dann alleine auf dem Weg zu den Söldnern oder falls es irgendwo ein Waffenzelt gibt, das die Drakoniter aufgestellt haben, dorthin. Also wandert mal durchs Zeltlager und schaut sich um. Wenn du nachfragst, kannst du dann auch in Erfahrung bringen, dass es hier sowas gibt. Also Drakoniter sind dann ja auch der quasi kämpferische Orden der Helsinde. Und wenn du dann eins der Zelte betrittst, kannst du da dann auch so einen langen aufgestellten Waffentisch sehen mit vielen verschiedenen Ständern auch, die dahinter stehen, wo dann auch eine sehr pflegliche Waffenausgabe geführt wird mit Schriftzetteln und wer hat was ausgeliehen, wann, an wen ausgeteilt und so weiter. Und vor dir steht dann ein Mann in grüner Robe mit goldener Schlange auf der Brust, der dir einmal zunickt. Er sendet zum Gruße. Guten Tag, mein Herr. Was kann ich für euch tun? Ihr seid hier der Quartiermeister. Das ist richtig. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir vielleicht helfen,
Habt ihr wohl einige gefettete Bogensehnen mitgeführt? Gefettete Bogensehnen? Ihr meint zum Schießen im Dschungel, ja? Ja, unsere sind auf der Reise leider weggerottet. Ich hatte mir gehofft, dass, wenn man sie ordentlich in Fett hält, sie zumindest einige Tage bis Wochen halten. Damit wir uns draußen ein wenig, ihr wisst schon, verdauliche Nahrung beschaffen können. Das Problem haben wir natürlich auch. Wir kämpfen vorzüglich dann mit dem Diskus, beziehungsweise nicht wir, sondern die Widerstandskämpfer von der königlichen maraskanischen Armee. Sie fangen für uns dann Tiere oder sowas, aber wir haben wohl vor einigen Tagen einen Neuzugang reinbekommen. Ist sich nicht ganz sicher, kannst du es sehen an seinem Mundwinkel, geht rauf, runter, Lippen zusammengekniffen. Wenn ihr wirklich schießen wollt und eure Reise geht noch weiter, ja? Ihr bleibt nicht hier, habe ich gehört? Leider noch ein ganzes Stück, sagt man mir. Rauf in die Berge, ja? Mhm. Alles klar. Ich würde euch mal empfehlen, ich glaube, das kann Kalgar gar nicht bestimmen, aber wenn ihr mit dem Abprimas redet, der hat da die Obrigkeit, nicht des ganzen Zeltlagers, aber der könnte sowas austeilen. Doch gehört ja, der mag euch. Geht mal zu dem. Wir haben hier was reinbekommen von den Echsen. Von den Echsen? Ja, das funktioniert. Ihr meint diese Echsen, nach deren Ruinen hier grabt? Ja, richtig, genau. Wir haben beim Graben so eine Waffenkammer gefunden. Die waren natürlich offen. Wir plündern keine Gräber. Und da waren Bögen dabei. Gespannt. Ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre die hier rumlagen, aber die Bögen sind gespannt und funktionieren. Das klingt reichlich kurios. Ich darf euch die nicht austeilen, aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Abprimas redet, dann vielleicht habt ihr eine Chance. Ich werde es erwähnen, wenn ich seine Eminenz das nächste Mal sehe. Alles klar. Wenn ich euch sonst irgendwas geben kann, Schwerter, Hellebarden, so etwas in der Art, dann müsst ihr nur nachfragen. Gut, dann nächste. Wir sind mit euch. Einen schönen Tag noch. Ja, wir sind mit dir. Euch, Entschuldigung. Lass ich das Zelt wieder. Bin die nächsten paar Stunden noch mit normaler Ausrüstungspflege beschäftigt. Oder ja, doppelter hier im Dschungel. Und mache mich dann mal auf den Weg zu meinen Kameraden. Also wartest du dann, bis es nachts ist oder bis dann Rodrigo diese Besprechung angesetzt hat, ja? Richtig. Dann können die anderen bei der Führung teilnehmen, nach einigen, ungefähr 30 Minuten. Dann tritt Nanduria wieder aus dem Zelt heraus, hat sich um Viborn gekümmert, steht dann vor denjenigen, die hier immer noch stehen. Tijan ist ja in der Zwischenzeit auch ein bisschen umhergelaufen, hatte sich dann mit den Widerstandskämpfern unterhalten. Da dann also diese Information bekommen. Und sie würde euch dann führen. Und zwar, wie gesagt, an der Pyramide vorbei, würde euch ein bisschen was zu erzählen. Ihr hattet ja auch schon diese Risszeichnung gesehen, mit der unterirdischen Fortführung. Sie spricht von gigantischen Systemen. Riesige schwarze Kavernen, die wohl irgendwo unter euch zu finden sein müssen. Da müsste es wohl auch sowas wie Flüsse oder Seen geben. Also es ist riesig. Vielleicht sogar Meere, die dort unterirdisch weitergeführt werden. Betreten hat man sowas noch nicht. Aber ja, sie sagt wohl, dass seitdem die Tore wieder geschlossen sind, keine weiteren Leute oder Echsen rausgekommen sind. Es gibt den einen oder anderen Kontakt, zumindest von drinnen nach draußen. Eine Magierin, und zwar Gritten Raudups, verfügt über den Kantus einen elfischen Kantus, der es ihr erlaubt, Gedankenbilder aufzufangen. Und dabei hat sie wohl auch mit einem Gedankenbild der Echsen abgeschickt. Hat sie es aufgenommen. Und weiß also, dass dort unten wohl einiges an Wesen wartet, dass sie nicht ausgestorben sind. Das wusste Magister Pusperaiken ja sowieso, der hatte ja vor 5 Jahren, 6 Jahren diesen Vorfall. Aber ja, euch wird klar gemacht, so tot, wie das hier wohl seit Tausenden von Jahren aussieht, ist es gar nicht.
Sie spricht eher davon, dass diese Pyramide ein Stadttor ist. Das könnte man zumindest so vergleichen. Wenn man ja vor einem Stadttor draußen wartet, drin, beziehungsweise weiter unten, ist die eigentliche Stadt. Sie führt euch an verschiedenen Plätzen vorbei. Sie zeigt euch so etwas wie ein leicht abschüssiger Boden, der schon ausgegraben wurde ist, mit einer abschüssigen Wand, die in einem anderen Winkel aufgestellt ist. Spricht hier wohl von einem Pelota-Ballspiel. Hier haben wohl die Echsen damals einfache Ballspiele ge geführt. Das konnte man dann aus diesen verschiedenen Zeichnungen, die in Krimk angefertigt sind, die sie euch dann zeigt, deuten. Also das wurde einfach dann in Hieroglyphen, in Zeichenschrift mitgeschrieben. Ein riesiger Ball, der mit Dornen und Widerhaken versetzt wurde. Und dann haben die Echsen gegeneinander Ball gespielt. Das war wohl allerdings auch ziemlich blutig. Denn der Verlierer dieses Spiels hat dann ja seinen eigenen Kopf hergeben müssen. Also der Preis für ein solches Spiel ist dann doch sehr hoch. Aber sie spricht dann auch sehr viel von Kreton bzw. Kor, den man hier dann eher kennen sollte, der wohl ja den Kriegern dieses Kastensystems die höchste Ehre zugeteilt hat. Sie weiß auch, dass hier vor einigen Jahren das dritte Zeichen erwählt worden ist. Man hat ja einige Gerüchte über die sieben Gezeichneten gehört und gerade dann in der dritten Dämonenschlacht sind sie alle gleichzeitig aufgetreten. Aber hier wurde das dritte Zeichen damals erwählt. Ihr könnt euch mit Schauern an die Erzählung erinnern, wenn ihr selbst nicht dabei gewesen seid. Das dritte Zeichen hat sich wohl verwandelt in ein riesiges krötenähnliches Wesen, in ein Geschöpf, was Herzen fraß und durch das Schlachtfeld wütete wie Kor selbst. Hier ist es also passiert. Sie geht weiter, zeigt euch dann verschiedene Schreine von, sie nennt es Pris. Das kann Jalan dann aber, nee, Jalan ist gar nicht dabei, aber sie kann euch dann vorstellen, dass das wohl eigentlich Praios ist, den die Echsen hier auch angebetet haben. Das ist dann einfach so eine, Plattform mit einem kleinen Gewölbe, sieht fast aus wie so ein, wie so eine Gartenlaube. In der Decke gibt es ein paar Löcher, die, das kann sie euch zeigen, auf Sternbilder verweisen. Hier gibt es auch warme Luftströme mit alter warmer Luft, die von unten nach oben gepustet wird. Und naja, was man hier wohl lernen kann, ist, dass die Echsen, die dann Nachtwache hatten, ein ziemlich undankbarer Job, weil es nachts ist es immer ziemlich kalt gewesen, die Sonne stand nicht am Himmel und man war sehr langsam. Die Echsen als wechselwarme Kreaturen haben das dann nie so ganz gerne geschätzt, aber hier konnte man mit der warmen Luft von Pris oder Praios die Sterne beobachten. Sie Also war waren das nicht wohl. so wie heute? Heute ist es ja so, dass, glaube ich, selbst im Winter hier doch so brütend warm ist, Das ist natürlich richtig, aber in der Nacht scheint die Sonne hier trotzdem nicht. Und dann wird es natürlich auch sehr okay. kalt. Okay. Wir können hier weitersehen. Sie zeigt euch einen ziemlich langen Gang, der auch sehr breit ist. Das ist wohl so etwas wie ein Jagdtunnel. Hier hat man wohl riesige Tiere reingesetzt. Sie müssen ungefähr schlingergroß gewesen sein, was auch immer das war. Und hier hat man dann eine einfache Jagd fabriziert. Ein einfaches Spiel, weglaufen, großes Tier hinter dir und die große Echse musste dann bis zu einer auslaufenden Arena hinrennen und konnte dort dann mit einer großen Waffe gegen ein anderes Tier kämpfen. Also wieder da dann der Aspekt von Kor. Ihr könnt eine riesige steinerne Schildkröte in den in den Ruinen erkennen. Auch hier schön fein ausgearbeitet. Hier ist zum Beispiel auch gerade Hilbert von Puspareiken, der gerade am Abpausen ist. Ein riesiges Pergament, mit dem er gerade im Kohlestift dabei ist, irgendwas abzupausen, hat sich auf diese Schildkröte gelegt. Das ist wohl die Göttin Ka, die hier verehrt worden ist. Die Gleicherhaltung der Welt, irgendwie sowas in der Art. Und dann kommt ihr zu einem weiteren Tempel, ziemlich hoch, eher ein Turm, der wohl zu Krysir bzw. Kris gehörte, wo
Echsen fliegen konnten. Sie haben sich oben auf diesen Turm raufgestellt, auch das verraten wieder die Hieroglyphen, und haben dann zu diesem merkwürdigen echsischen Gott gebetet, den, also Nanduria als gebildete Frau weiß wohl auch, dass der in Myranor immer noch ein Begriff ist. Man selbst hat ihn aber dann im Silem Horas entdeckt verloren. Aber hier konnten wohl damals Echsen fliegen, haben sich Flügel wachsen lassen und sind dann hier von diesem Turm runtergesprungen. Also ziemlich viele merkwürdige Götter. Einige davon kommen euch dann aber auch bekannt vor. Sowas wie Sind, also Hesinde oder auch Zar. Ja, was dann einfach die einfache Entsprechung von Zar ist. Euch wird aber auch klar, dass viele exische Götter in unser Weltbild eingenommen worden sind. Was euch ein bisschen verwundert. Vielleicht wusstet ihr das gar nicht, dass Hesinde als exischer Gott einmal existiert hat oder dass auch Zar, na gut, wenn man sich das jetzt nochmal klar macht, die Schlange als heiliges Tier oder ein Salamander als heiliges Tier. Sat-Dinaf gibt es natürlich auch noch, ein eher unbekannter Gott, der von einigen verschrobenen Magiern vielleicht angebetet wird, als Herr der Zeit. Ja, zumindest die ein oder andere Figur oder Geschichte, zu der sie euch etwas mehr erzählen kann, wo euch ja wieder die Geschichten von Hilbert von Forst-Bereiken ja klar wird, diese exische Verschwörung und exische Götter, die in unser Pantheon Einzug genommen haben, vor langer, langer Zeit. Glaubt ihr das wirklich oder ist das bewiesen, dass das nicht jetzt hier vielleicht irgendwie, dass die nicht hier vielleicht falsche Dinge angebetet haben und das nur so aussah? So, ja. Wir glauben zu wissen. Leider ist in den dunklen Zeiten sehr viel verbrannt. Allerdings hatten wir in den Gewölben von Winsal einige Schriftstücke gefunden, die das wohl bestätigen. Es gab wohl damals in Kuslik Drachenreiter. Und da zog erst der Glaube an die Sinde ein in das Weltbild. Ich möchte nicht also dahin gehen. Also in Kuslik ist der Glaube an die Sinde gekommen? Richtig. Das ist schon gekommen schon, durch die Echsen. Das ist schon lange her, ja, genau. Ich möchte auch nicht so weit gehen wie der gute Magister, wie der Graf. So weit möchte ich nicht gehen und von einer Verschwörung sprechen, aber wie gesagt, die Schriftstücke, die Erechthorn damals in den Winsalter Gewölben aufgegabelt hat, sprachen davon, dass Hesinde in Kuslik damals Einzug gehalten hat. Vorher gab es diese Gottheit noch gar nicht. Das mag vielleicht jetzt 2000 Jahre her sein. Wäre vielleicht interessant, ein paar dieser exischen Götternamen einmal mit alten Stelen auf Draconia zu vergleichen. Die Festung ist, soweit wir das überblicken könnten, mindestens 50.000 Jahre alt. Ach ja, Draconia. Einen Moment. Sie geht dann einmal mit euch in eine andere Richtung, so ungefähr 3, 4, 5 Minuten. Also ihr seid wirklich lange unterwegs, weil das ja alles sehr groß ist. Und führt euch dann zu einem Pyr-Tempel. Hier wurde wohl auch eine Form von Pyrakor angebetet. Könnt ihr mir nochmal ganz kurz einen Abriss geben, wer Pyrakor war? Und was der so, wofür der so stand, der Gott? Pyrakor. Eigentlich ein ehemals Herr über das Feuer, ein Drache, wie ähnlich wie Pharmalor, den man ja vielleicht von Kor kennt. Sie schaut in die Gesichter der anderen. Rodrigo nickt. Kor, Pharmalor, das kennt er. Ja, Kasim auch. Ehemals ein Drache mit der Herrschaft über das Feuer, dann mehrere Elemente, die ihm anvertraut worden sind, bis er zu viel wollte. Und hat dann die Aspekte der neben Feuer auch dann Herrschaft, Humus, Luft und Wasser bekommen. Und das sind dann Informationen, die wir aus den Filiason-Aufzeichnungen haben. Im ewigen Eis wollte er wohl auch die Herrschaft über das Element Eis erlangen. Das hat wohl allerdings nicht so sehr geklappt und dann wurde er in einem riesigen Drachenkampf besiegt. Mit seiner Legion zog er über Aventurien. Was dann genau passiert ist, wissen wir nicht. Die Zwerge halten da leider dicht und wir konnten noch keine Schriftstücke aus Xorlosch bergen, aber vielleicht... Von wem wurde er denn besiegt?
Wir sind uns nicht ganz sicher, wie gesagt. Die Zwerge tauchten auf. Zu dem Zeitpunkt muss wohl auch irgendwann Maraskan, na, was heißt untergegangen sein? Maraskan war einmal mit dem Festland verbunden. Das ist die Stelle, die wir heute als Chalvins Thron kennen. Eine Region am Perlenmeer. Und wir wissen, wie gesagt, nicht, was damals passiert ist. Da müssen wir die Zwerge oder die Elfen fragen. Denn allzu viel konnte Filiason auch nicht herausfinden, aber zu dem Zeitpunkt ging er unter. Vielleicht wird man in den Aufzeichnungen auf Draconia irgendwann noch etwas finden. Immerhin haben wir nur einen winzigen, winzigen Bruchteil der Festung bereits überhaupt erkundet. Auch wir stehen noch vor einigen Rätseln. Wie gesagt, wir sind erst seit einem Jahr hier. Zum Beispiel hier. Sie deutet zu einer anderen, kleineren Pyramide, die sieht allerdings schon sehr heruntergekommen aus. Das ist Sriff Sriff. Da wissen wir leider gar nichts drüber. Hat wohl auch keine Entsprechung in dem Pantheon, das was wir kennen. Also Sind kann man sehr leicht abwandeln zu Hesinde. Das sollte recht naheliegend sein, aber zu Sriff Sriff fällt uns leider gar nichts ein. 2 Jahre. Die Magier des Konzils und die Druiden natürlich hatten 500 Jahre Zeit und haben nur die Oberfläche angekratzt. Was wir allerdings wissen durch die Druiden, die bei uns leben, ist, dass die Festung in den letzten 20.000 Jahren nicht verändert wurde. Und dass seit 20.000 Jahren wir die Ersten waren, die dort eingezogen sind. Das, was dort unten aufgezeichnet, also steht, muss mindestens so alt sein. Vielleicht solltet ihr mal einen Abstecher dorthin machen. Ja, das kommt drauf an. Ich weiß nicht genau, was der Magister Rakorium dort aufsuchen wollte. Das weiß ich nicht, aber vielleicht weiß das Magister Prosper Raiken. Aber er wird sicherlich gute Verbindungen zu dieser Ortschaft haben. Wie gesagt, bisher verschweigen uns die Zwerge ihr Wissen und mit den Elfen ist natürlich auch immer ein sehr schwieriger Kontakt aufzubauen. Wir können da nicht einfach in den Wald gehen, Reichsforst oder Simjala und sagen, hallo, wir sind die Drakoniter und wir hätten gerne das Wissen von unzähligen Jahrtausenden. So funktioniert das leider nicht. Mit Winsalt war das was anderes. Wäre auch zu einfach. Aber könnten dann nicht vielleicht auch die Thylamiden ein guter Anlaufpunkt sein? Ich meine, wenn Kulturen übernommen werden oder Dinge übernommen werden, dann vielleicht auch durch Herrschaft, weil die Echsen wurden ja doch sehr stark von den Thylamiden bekämpft, wenn mein Geschichtswissen nicht ganz täuscht. Ja, das Problem ist, dass die Kunchoma Akademie nicht allzu gut zu sprechen ist auf den Herrn Rakorium und auch Magister Prosper Raiken, denn mit seiner Panikmache vor, naja, sie vertrauen ihm nicht. Sie haben wohl auch noch einiges Wissen, gerade da die Kunchoma damals sehr viele koptanische Wesenszüge hatten, das waren wohl Abgelang. Mudramulim, meint ihr? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mutramul und Kopta, beides waren wohl Magier oder Magierinnen, die sich dem Exischen entlehnt hatten und einmal für oder gegen sie gekämpft haben. Aber viele Zauber stammen wohl aus diesem Bereich. Kein Ptolemäer hat in der Vergangenheit für die Echsen gekämpft. Echt nicht? Ich habe da mal irgendwie von so einer Verräterfamilie gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Prinzip, deshalb sind sie Verräter. Das Problem, was wir auch haben, dass wir mit den einfachen, wir nennen sie jetzt einfach mal einfache Aachats, die am Rande von Maraskan wohnen, also überall dort, wo Wasser ist. Da findet man sie wohl häufiger, gerade in den Sumpfgebieten. Das sind wohl andere Stämme, die nichts mit diesem Ort hier zu tun haben. Und auch die, die in Selem wohnen, haben nichts mit diesem Ort zu tun. Das stimmt. Die Und Sumpfland Achats von Selem sprechen von ihren weisen und viel intelligenteren, aber auch sehr viel menschenfeindlicheren Brüdern aus dem Gebirge, beziehungsweise die deutlich weiter weg wohnen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall verschiedene Kulturen von Echsen. Die Sumpfland Achats, wie sie in Selem leben, sind ganz einfache Echsenwesen, die Ranga, ihre Götter, fürchten und
ja, irgendein auswählen, der bunt angemalt wird, und der darf dann am Rand der Stadt wohnen, der wird dann mit allem Möglichen versorgt. Hauptsache, der zieht dann da den Blick der Götter, der Ranga da auf sich. Genau, also das, was die Torvaler als Ranga kennen, ist natürlich nur ein übergeordneter Begriff für namenloser Schrecken. Da wird quasi alles drunter gefasst. Aber selbst wenn wir mit den Achats hier vor Ort reden könnten, das würde uns nicht helfen, denn die Achats hier waren auch nur eine Dienerrasse für ein sehr viel mächtigeres Volk. Das erkennt man wohl an den Größenmaßstaben. Achats sind ja humanoid große Wesen, also nicht größer als 2 Meter, eher kleiner. Und naja, wenn ihr euch die Tore anseht, die sind 6 Meter hoch. Was auch immer dort drin lauert, dort unten in namenlosen Grüften, ist wesentlich größer, älter und mächtiger als das, was Arad uns jemals erzählen könnte. In den Sümpfen von Selim habe ich auch Stelen gesehen, beschrieben mit unlesbaren Runen, mit unidentifizierbaren Runen für mich, von oben bis unten, die 25 Meter, 25 Schritt hoch waren. Stelen. Stelen, mitten im Sumpf. Sie ragten nur noch 25 Meter aus dem Sumpf heraus, sagte mir Mirkascho. Sie nickt. Ja, es kann auch sein, dass wenn ihr in die Berge zieht, einige andere Bauarten kennenlernt, aber auch diese sollten nichts mit diesem Ort zu tun haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, und das ist wohl auch das, was mir Erich Tonnen erzählte und auch seine Kerime Al-Kadim, eine Feindschaft. Ich weiß nicht genau seit wie vielen Jahren, aber irgendwann hat sich dieses Volk gespalten und gegeneinander gekämpft. Das Krimk ist sehr schwierig zu lesen, über 800 Zeichen, Symbole, und jedes einzelne kann davon auch nochmal mehrere Bedeutungen haben. Na gut, aber das Echsenvölker in einer Kriege führen, ist wahrscheinlich genauso, wie das auch Menschenvölker tun. Wenn es zu groß wird, dann entstehen Spaltungen, Meinungsverschiedenheiten und ja. Jein. Also gerade wenn man Kor verehrt, dann sind das Kriege, die geführt werden um des Krieges willen. Nicht so sehr um Territorien zu erobern oder Territorien zu vergrößern, sondern einfach nur um des Krieges willen. Na gut, ich kann mir zwar keine komplette Kultur aus sozusagen, wo so Kor so stark vertreten ist, vorstellen, aber wenn du es sagst, es macht natürlich Sinn, dass man dem blutigen Schnitter Blut opfert. Das von sich und das von deinen Feinden. Genau deswegen auch dieses Spiel. Sie deutet noch einmal auf dieses Loch im Boden mit diesem Spielfeld, ja, wo dieser Ball dann hinterher geschossen worden ist, oder ja, man sich die Hände aufgerissen hat mit dem komischen Ball, der bestickt ist mit Haken, Dornen. Ja. Ich sehe da drin. Dass, also jetzt das erste Mal erzählt, da habe ich gedacht, jetzt gerade wahrscheinlich waren die Echsen starke Sklavenhalter, was diese Spiele angeht. So wie die anderen Fahne, aber das hört sich eher so an, als von der Perspektive auch betrachtet, als wenn sie es ja gespielt hätten, um ihrem Gott zu huldigen. Das kann man auch an den Waffen der Achats erkennen. Sie sind eher dazu gemacht, Wesen, also andere Achats oder auch Menschen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es damals schon Menschen gab. Also einfach, nennen wir sie einfach andere Wesen, kampfunfähig zu machen, sie nicht zu töten. Und dann wurden sie später, nachdem sie aufgepäppelt wurden, entweder hier in diesem Feld dann geopfert, also ein Spiel gegeneinander, der Stärkste überlebt und dem Schwächsten wird dann der Kopf abgeschnitten. Oder, naja, man trug sie nach oben, sie deutet dann auf diesen Turm von Krüsir, und dann wurde ihm der Kopf abgeschnitten und, naja, dann fiel er halt zu Boden, so Sachen. Also, Man hat niemals in der Schlacht Menschen, nicht Menschen, sondern Achas getötet, sondern immer erst nachträglich den Göttern zu opfern.